Einmal im Jahr gibt es für die vielen ehrenamtlichen Helfer in Berlin ein kleines Dankeschön. Die VG und S-Bahn verschenken morgen 12.000 Fahrscheine. Warum es bei uns ohne die vielen Freiwilligen nicht geht, sagte uns der CDU-Bundestagsabgeordnete Frank Steffel. Die ganze Integration jetzt auch im Zusammenhang mit den Flüchtlingen wird unglaublich liebevoll von Ehrenamtlichen geleistet. Und das sind Männer und Frauen, übrigens immer mehr auch ältere Berlinerinnen und Berliner, die sich nach einem erfüllten Berufsleben ehrenamtlich für andere engagieren. Und das ist gerade in einem Großraum, in einer Stadt wie Berlin ganz, ganz entscheidend, weil der Staat und Unternehmen diese Aufgaben in der Regel eben nicht erbringen können.